Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch schnelle und gute Besserung. Ja, ihr Lieben, ich bin ungeschminkt, das wird sich gleich ändern. Ich werde mich hier in diesem Video schminken mit neuen Produkten, die ich im DM entdeckt habe. Ich war nämlich seit fast 5 Wochen Abstinenz, also ich war, außer letzte Woche war ich einmal in der Autowerkstatt, musste ich Reifen wechseln lassen, das war jetzt aber nicht spektakulär und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss mal wieder in die Drogerie und gucken, was es da so gibt. Ich habe eben geduscht, Haare sind noch leicht feucht und ja, ich kann euch zu manchen Produkten jetzt schon mehr sagen, weil ich habe bei Trend It Up viele schöne Dinge entdeckt und gestern habe ich das Video schon versucht abzudrehen und das war ein Chaos. Ich hatte erst viel Zeit, dann war aber immer Zwischenfälle, Störungen, Speicherkarte voll, Akkuwechsel, nochmal Akkuwechsel, dann stimmte irgendwas nicht mit dem Fokus. Ich war auf einmal gar nicht mehr im Fokus, ich habe jetzt was umgestellt. Wenn ich jetzt mal mehrfach nicht zu euch, sondern aufs Display gucke, tut es mir leid, aber ich kontrolliere. Ich muss mit dieser etwas noch ziemlich neuen Kamera noch ein bisschen spielen. Ich bin Autodidakt, ich bin kein Kamera-Filmprofi, aber ich probiere mich gerne aus und deshalb sieht es mir nach, wenn es nicht immer perfekt ist im Moment. Ja, ich meine, ich wäre scharf. Ich meine ja. Bin ich scharf? Ja. Okay, ihr seht vielleicht, also ich kann jetzt schon zu diesem DM-Haul mehr sagen, was vielleicht auch nicht verkehrt ist. Genau. Ich habe, ganz vorne vorweg, bevor jemand wieder meint, dazu was sagen zu müssen. Mein Projekt, von wegen, ich darf ja jeden Monat nur so und so viel für dekorative Kosmetik ausgeben, habe ich jetzt auf Eis gelegt. Hiermit lege ich dieses Projekt auf Eis und jetzt im April hätte ich 30 Euro ausgeben dürfen. Die anderen Monate habe ich geschafft, im April 30 Euro. Da bin ich, glaube ich, mit diesem dekorativen Haul schon drüber. Und dann habe ich mir gedacht, es bringt nichts. Ich kaufe im Moment so gerne Produkte, gerade Dekoratives halt, was ich mit euch austauschen möchte und ausprobieren möchte. Das ist halt hier mein Hauptthema, ne? Wir testen uns da durch. Ich zeige euch Produkte und ja, die mich schon länger verfolgen, wissen das. Und all das, was nichts ist, das reiche ich weiter. Und da wird hier jetzt schon bei diesem Einkauf was dabei sein. Vielleicht sogar zwei Sachen. Es ist nicht alles super, was ich, also gestern habe ich wirklich ein bisschen gestöhnt. Ja, ich würde sagen, ich starte jetzt erstmal, also ich schminke mich dann gleich mit den Sachen und das ist alles, ich habe mich sehr der Trend It Up Theke gewidmet. Ja, aber da kommen wir gleich zu. So, ich habe euch letztens gezeigt, als Lippenpflege-Wohlfühlstift, glaube ich, unter meinen Wohlfühlfavoriten, das ist dieser von Sundance mit der Sonnenlichtschutzfaktor 50. Ganz stinknormaler Lippenpflegestift. Und viele, die so einen hohen Sonnenschutz haben, hatte ich auch mal von Labello ein. Und da hatte ich schneeweiße Lippen. Schneeweiße Lippen. Und das macht der nicht. Und ich fühle mich einfach gut geschützt. Das ist aus der Sensitivreihe. Und da ich sowas schon mal verbummle, und jetzt im Moment haben wir ja sommerliche Temperaturen, habe ich mir den gestern mitgenommen. Genau. So sieht er dann halt verpackt aus, ne? Und den findet ihr bei der Sonnenmilch, wo die ganzen Lippenpflege, also bei uns im DM ist das so. Wirklich, der hängt bei den ganzen Sommer Sonnenmilchschutzpullen. Kann ich nur empfehlen und der ist sogar mit Vitamin E und photostabilen UV-Filtern ohne Duftstoffe. Genial. Ja, und günstig. Und dann habe ich, und das werde ich jetzt als erstes ausprobieren, habe ich auch gestern gemacht, dann sah ich halt daneben noch von Sundance, also ist die DM-Marke, auch in Lichtschutzfaktor 50, weil das brauche ich. Ich lasse alle zwei, ja, ich glaube, jetzt müsste ich dieses Jahr hin. Also wenn es mal wieder geht, dann werde ich mal bei meiner Hautärztin anrufen, weil ich habe sehr viele Muttermale, ne? Auch im Gesicht. Und ja, dann habe ich mir jetzt mal von Sundance hier den Lichtschutzfaktor 50 mitgenommen. Ist die gleiche Reihe wie der Lippenpflegestift. So, das habe ich auch gestern gemacht. Ne? Es ist eine etwas flüssigere Konsistenz. Oh, in die Haare direkt rein. Oh, seht ihr das, wie viele abstehende Haare ich habe? Weil ich werde heute noch definitiv, das Wetter ist super heute am Freitag. Also die riecht wirklich nur minimal nach Creme. Ansonsten habe ich auch gestern, glaube ich, gesagt in dem Video, ja,
Also ich bin durch die gestrige Datei geswitcht und habe gesagt zu meinem Mann, nee, Schatz, das kann ich nicht machen. Ich gehe auch ein bisschen hier unter meine Augen. Ihr habt vielleicht eben schon gesehen, also ich hatte noch nichts nach dem Duschen, habe ich nur eine Augenpflege, hatte ich mir aufgetragen. Ja, und da suche ich eigentlich noch eine Augenpflege mit Lichtschutzfaktor. Und falls ihr da eine habt, immer her damit. Hier, das Zeug finde ich ganz gut. Ihr seht, ich glänze jetzt, ne? Das ist natürlich etwas fettig, aber es ist nicht so fettig wie sonst. Ich hatte schon mal gerade fürs Gesicht speziell Sonnen. Es ist für Gesichts- und Dekolleté und es ist sogar Sofortschutz und wasserfest. So, dann ganz schnell war ich auch bei der Haartheke. Bei der Haartheke, also da, wo es den Schmuck und die Haarutensilien gibt. Und von Evelyn gibt es auch diese wunderschönen Haarbinder. Alle Haarbinder, die ich eigentlich bisher hatte, also in dieser Art und Weise, fand ich super. Und die halten auch. Also mir ist noch nie so ein Band gerissen. Und ich fand die Farben so schön. Dieses pastellige, hell-orange, ja, dieses grau-beige und dann dieses Jeans-blau. Und ja, die sind jetzt noch, wir können ja mal... Bei mir ist es eigentlich so, jetzt im Moment habe ich hier so ein Telefonkabelband in meinen Haaren. So. Eigentlich kann ich die, wir können es ja mal ausprobieren. Also hier habe ich im Moment so ein, sieht man das, hier so ein Telefonkabel drin. Und jetzt binde ich, ja, dreimal, das habe ich mir gedacht. Jetzt habe ich es drin, ne? Sieht man das? Ich sehe es jetzt nicht. Ich hoffe, ich bin im Fokus. Also, dreimal, ich lasse es jetzt drin. Kann ich das bei meinen mitteldicken Haaren und ich habe schon viele Haare, sagte mir immer der Friseur, aber nicht die dicksten. Doch, also die sind super. So, dann ganz schnell habe ich gestern im Haar gehabt, ein Haarband, dieses hier. Gleich zum Ende, wenn ich dran denke, mache ich mir das nochmal rein. Ich liebe Haarbänder, früher habe ich mir fast bei jedem DM-Haul ein Haarband mitgenommen. Das ist jetzt hier so ineinander so verflochten und ich fand die Farbe sehr schön. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Haarband mit so viel hellem Rosa. Das ist hinten, bei mir, bei meiner Kopfform hält das auch sehr gut. Jo. Sieht so aus, mag ich. Mhm. So, nochmal ein bisschen Kaffee. Dann habe ich was entdeckt, was Neues vom Balea. Da, ja, das war so in dem Regal. Ich habe mir erst gedacht, oh, hat da jemand was anderes reingetan? Wie, nein. Und das ist eine feste Duschseife. Sieht sehr schön aus, die Verpackung. Ja? Und dann habt ihr halt diesen Zippel. Und das ist Melone-Granatapfel für jede Haut. Und das ist toll. Ich habe eine kleine Dusche, ich habe wenig Stellfläche. Ich habe aber so einen Haken an der Wand und da werde ich diese Seife reinpacken. Ich habe auch so ein Duschsäckchen, dann werde ich das da reinpacken, in das Duschsäckchen, auch von Evelyn. Habe ich euch auch mal gezeigt. Und dann, ja, dann bleibt... Aber es ist cool, man kann es dann halt hier auch dran aufhängen, ja? Finde ich super. Und es riecht... Aber nicht, leider nicht so krass nach Melone. Es ist angenehm, nicht zu doll, krass fruchtig. Das finde ich auch gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob es da noch eine andere Dusche... Ich glaube, das war die einzigste feste Duschseife mit Bändchen. Ja. Genau, das kommt dann irgendwann mal zum Zuge. Das habe ich schon ausprobiert gestern. Das wird weitergereicht. Ich komme damit nicht klar, leider. Ich habe gestern ziemlich fettige Haare gehabt. Also bei mir ist das im Moment, dadurch, dass ich viel Zopf trage, hier. Diese Partie ist sofort nach 2 Tagen schon fettig. Gestern war der 3. Tag und dann wollte ich euch das zeigen. Das ist von Nivea, das Trockenshampoo 3 in 1. Extra mild, ohne Rückstände, langanhaltende Frische. Also es riecht ein bisschen typisch nach Nivea, sehr angenehmer Duft. Ich habe das ausprobiert, deshalb liegt hier auch noch, ich habe mir dann halt so ein dunkles Handtuch um die Schultern gelegt. Und es ist für mittlere Haartöne, ja. Es gibt für dunkle, für helle und ich bin halt mittel und deshalb, also ich habe ja hier auch die hellen Strähnchen. Habe das geschüttelt, kräftig in die Ansätze, war schön grau, habe das eingerieben und mit einer Bürste durchgebürstet, so wie es hier steht und hatte immer noch, ja, fettige Haare. Also es hat bei mir irgendwie nichts gemacht, leider. Schade, schade. Habt ihr ein Trockenshampoo, gerade auch speziell für dunklere Haare, wo ihr sagt, Nadine, also Balea habe ich schon ausprobiert, Balea und dieses gängige hier. Also Balea war nix. Balea hat das Fett also entfettet, aber die Haare sahen ganz stumpf aus und ich habe immer noch einen Grauschleier drin gehabt.
So, dann habe ich heute das erste Mal ausprobiert. Ich habe mir jetzt einfach mal gestern das hier, das, man könnte meinen, das ist so ein Smoothie zum Trinken. Muss man ein bisschen aufpassen, gerade wer Kinder hat. Ne? Hier steht extra drauf, nicht schlucken außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Hier sind die Warnzeichen. Weil das sieht schon aus, ne? Da muss man aufpassen. Vom Fructis, ich finde allerdings die Verpackung nicht schlecht. Die liegt gut in der Hand, auch unter der Dusche. Geschädigt, es ist jetzt für geschädigtes Haar. Und die Verpackung ist 100% recycelbar. Das ist natürlich toll. Hier steht drauf 98% Mixtur aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Ja, Shampoo-Spülung. Ich kann noch nicht so viel zu sagen, doch... Die Spülung war okay, hat meine Haare entwirrt, aber hätte es noch ein bisschen, also ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich habe mir trotzdem ein bisschen von Glisskur diese Entwirr-Sprühkur reingemacht. Also es ist nicht schlecht. Was ich jetzt blöd fand, ich habe ja erst natürlich das Shampoo hier verwendet, ne? Das ist das Shampoo, ist mit Papaya. Riecht sehr fruchtig. Ach, ein ziemlich großes Loch. Das Shampoo ist dickflüssiger. Das war okay, da musste ich ordentlich drücken, dann kam was und das war auch sehr reichhaltig. Ich musste nicht viel nehmen, hat gut geschäumt, hat auch, war sehr schnell, fand ich, hat sich sehr schnell ausspülen lassen und das bei meinen langen Haaren. Reinigt, repariert, ohne zu beschweren. Ja, genau. So, die Spülung allerdings, da habe ich ein bisschen verplempert. Da ist ein genauso großes Loch. Und dann habe ich, ne, ich dachte mir, ja, drück mal. Und dann, du brauchst eigentlich nur schütteln, weil da kommt es schon. Ah! Seht ihr? Also, bloß nicht auf diese Flasche. Die braucht man nur auf den Kopf drehen. Und dann kommt es schon raus, weil das, die Spülung ist ziemlich, wie man sieht, flüssig. Ja? Oh, aber es riecht genau wie das Shampoo. Wunderbar nach Papaya. Macht einfach Laune im Sommer. Genau, ist auch recycelbare Plastikflasche und es ist vegan, ohne Silikone. Okay, ich werde das jetzt ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, die Haare fangen ja jetzt gerade erst an zu trocknen. An sich erstmal Daumen hoch. So, dann noch, jetzt kommen wir gleich schon zum Dekorativen. Auch Trend It Up. Ja, wir bleiben jetzt bei Trend It Up, genau. Ich habe mir diesen kleinen Nagellack mal gegönnt. Ihr seht, ich habe gestern, aus zeitlichen Gründen habe ich nur eine Hand geschafft, ist wirklich so. Aber ich wollte es euch halt zeigen. Ne? Das ist, ich finde das toll. Es sollten von den anderen Marken, also Essence, Catrice, ne, wie sie alle heißen, ihr könntet auch mal so eine kleine Flasche rausbringen. Ihr seht vielleicht die Sparkles, aber auf dem Nagel fühlt man die nicht. Also ich denke mal, der Nagellack müsste sich einigermaßen gut ablackieren lassen, hoffe ich. Ein bisschen Tipp, wer habe ich? Minimal. Das finde ich wiederum gut, hätte ich nicht gedacht. Mit einer Schicht fast deckend, also fast deckend, ja. Ein schönes Blau. Hier steht auch drauf, ist so ein grünes Etikett. Bis zu 75% natürlichen Ursprungs, 72,5% biologischer Herkunft. Ja. Und es ist halt... es ist die Nummer 156, war eine neue Farbe. Das sind jetzt alles neue Produkte, die wohl jetzt, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen neu reingezogen ist, kannte ich noch nicht. Genauso wie das Glossy Refresh Nail Spray, so eine süße kleine Flasche hier. Und ja, die habe ich gestern verwendet. Die kann man, einmal kann man das als Quick Dry, also zum schnell durchtrocknen, auf die lackierten Nägel geben. Und das habe ich gemacht mit der Hand. Gott sei Dank hatte ich einen Zeber drunter. An sich hat es wirklich den Farblack relativ schnell, nicht sehr schnell, aber ich sag mal, Essie Good To Go schafft das in 2 Minuten, dass ich drauf fassen kann und dass der gerade frisch aufgetragene Nagellack schnell durchgetrocknet ist. Hier würde ich sagen 4 Minuten. Und als Nachteil halt, ich habe gesprüht. Soll ich es jetzt einmal machen? Ja komm, ich mache es jetzt einmal, wartet mal. Das ist halt das Blöde. Man sprüht es auf. So, ich sprühe das mal eben. Ich mache mal einen Sprühstoß. Und dann seht ihr, ich habe direkt 2 Finger hier. Oh, das riecht, nee, fast 3. Also es sprüht sehr großflächig und, also ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, der lässt sich schwer drücken. Der Duft ist phänomenal, weil man kann, da ist Mandelöl drin und man kann dieses Spray auch als Farbauffrischer für lackierte Nägel nehmen. Glanzbooster für bereits lackierte Nägel und als Nagelhautpflegespray. Und dafür werde ich es jetzt nehmen, weil es ist wirklich ein schönes Öl. Also man fühlt die Öle. Ich hätte nicht gedacht, dass es den Nagellack durchtrocknet so schnell.
Also nach circa 3-4 Minuten. Aber es lässt sich nicht gut dosieren. Ich hatte an diesem Nagel, hier sieht man es vielleicht auch, an der Ecke hier, da fehlt mir ein bisschen Farbe da. Das ist passiert, weil wahrscheinlich durch das Sprühen, ich habe gedacht, ich habe alles erwischt, aber hier war wohl gar kein Spray drauf gelandet. Also es ist schwer dosierbar, das will ich damit sagen. So zur Pflege finde ich es okay, aber damit man den Nagellack schnell durchtrocknet, ist es halt schwierig zu dosieren und dadurch kann es halt passieren, dass nicht überall das Spray landet. Ansonsten eine süße Idee, 30 Milliliter, ja. Ich fand das irgendwie eine coole Idee. So, jetzt werde ich ausprobieren, weil ich furztrockene Hände habe. Das ist wohl auch ein neues Produkt, kommt in so einer großen Dose. Von Trend It Up Cucumba, das ist eine Handpflege mit Gurkenextrakt. Und die habe ich gestern auch ausprobiert, ja, wie alles. 100 nehme ich noch auf, das war nämlich auch gestern, ne? Da habe ich einmal gefilmt und 5 Minuten nicht gemerkt, dass die Kamera... Weil das Bild bleibt an, aber ich filme nicht mehr, der Punkt ist weg. Ich glänze aber auch, aber diese Augenpflege, das ist die vom... Hier von Spilantox, die ist echt gut. Erfrischende Handpflege von trockenen, beanspruchten Händen. Hier ist Kokosnussöl drin, Macadamia-Nussöl, Shea Butter, genau, Aloe Vera, Gurken-Kiwi-Aroma. Okay, schön finde ich, also ich werde diese Dose an meine Nachtschränkchen neben mein Bett stellen, weil da habe ich nichts mehr. Hier ist nochmal so eine Abdeckgeschichte. Das nehme ich mir mal ein bisschen vom Deckel. Ist auch ein bisschen grünlich. Ziemlich fest, die Pflege. Oh, und sie riecht so lecker. Kiwi rieche ich gar nicht raus. Ich rieche nur die Gurke. Ja. So, jetzt habe ich ein bisschen viel. Also man braucht gar nicht so viel. Ich habe gestern gemerkt, das ist für furztrockene Finger, wer jetzt wirklich so Risse hat, finde ich es nicht reichhaltig genug. Aber so für abends, man kann ja auch, das mache ich glaube ich mal. Ich habe noch irgendwo solche Handschüchen, diese Baumwollhandschuhe, die man extra kaufen kann, auch im DM, meine ich, und Rossmann. Dann machst du ganz fett die Handpflege drauf und dann die Handschuhe über Nacht. Und dann, das musste ich mal machen. So, an sich aber eine schöne Sache und ich denke mal, kann man sich mal gönnen. Genau, bei Trend It Up. 100 Milliliter und ich liebe diesen Gurkenduft. Ich liebe echt diesen Gurkenduft. So, jetzt muss ich ein bisschen... Also man spürt das. Ne? Die Hände sehen jetzt, denke ich mal, ziemlich frisch aus. Fühlen sich auch frisch an. Ja, ich habe halt überall vom vielen Hände desinfizieren und alles sieht man hier so. Kleine aufgesprungene Stellen. Oh, ich hoffe, ich bin im Fokus. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Die Handpflege ist gut eingezogen. Umso mehr freue ich mich jetzt, euch Cucumba Lip, dieses Lippenserum in dieser quietschgrünen Verpackung hier. Da. Intensiv pflegendes, glänzendes Lippenöl mit Gurkenextrakt und erfrischendem Gurkengeschmack. Hautverträglich, dermatologisch bestätigt. Ja, also das war jetzt, das sind alles, wie gesagt, neue Sachen. Und ich war erst erschrocken, man muss vorsichtig rausziehen, von dem doch ziemlich großen Pinöckel. Aber der Pinöckel, der ist so ein bisschen nach oben gebogen, seht ihr? Ah, der fährt so schön über die Lippen. Das ist 1A. Also wer Gurke liebt, das ist... Ich war auch gestern sowas... Ich habe mir das 2-3 Mal im Video aufgetragen. Irgendwann zieht es ein. Aber ich auch heute Morgen... Also ich finde wirklich, das pflegt sehr, sehr gut. Ich habe ein wahnsinns tolles Gurkengefühl, hätte ich jetzt... Ja, habe ich gesagt. Gurkengefühl. Ein wahnsinns tolles Gefühl auf den Lippen. Nadine. So, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, aber ihr müsst auch verstehen... Ich war jetzt seit fast 5 Wochen nicht mehr im DM und jetzt, ich hatte so eine Freude, mir ging das Herz auf. Das kann nur einer nachvollziehen, der auch so einen Job macht wie ich hier. Aber ich mache es gerne. Ich habe Schwämmchen angefeuchtet, ich habe Make-up gekauft und ich würde aber jetzt in der Schminkreihenfolge euch die Produkte zeigen von Trend It Up. Und wie würde ich denn jetzt weitermachen? Ich glaube, ich möchte erst mein Augen-Make-up schminken. Es gab bei Trend It Up neue Lidschattenpaletten. Auch so kleine, neue, gebackene, da waren immer 3 oder 4 drin. Fand ich jetzt nicht so spektakulär. Auch so matte Lidschatten, aber irgendwie, die haben mich nicht so gereizt. Aber die Monos, ihr wisst ja auch, ich liebe Mono-Lidschatten, ne? So, jetzt würde ich mal eben sagen, ich habe keine, wo ist sie denn jetzt? Genau, ich habe keine Lidschattenbase gekauft. Ich habe hier noch so ein Körbchen vom vorherigen Dreh. Ich nehme jetzt erstmal von Terra Naturi, das ist schon uralt. Dieses Schätzchen, das Kompaktpuder in 02 Natural Beige. Ich
Ich hoffe, dass das okay ist. Wenn ihr sagt, Nadine, vom Fokus her und vom Fokussieren, das, damit können wir leben, dann lasst mich das jetzt wissen. So. Ich hoffe, wie gesagt, ich will auch nicht immer nur ins Dis. Ich mag das auch bei anderen YouTubern nicht, die nur, wo du siehst halt, die gucken nicht dich an, sondern die gucken ewig nur ins Display. Klar gucke ich da auch, wenn ich euch was zeige, muss ich ja schauen. Ne? Ich nehme das jetzt nur zum Entfetten, weil ich eben fett meine Augen, meine Augenpflege aufgetragen habe. Und ich finde immer meinen Eye Primer, den kann ich am besten auf einer etwas pudrigen Base hier, also auf einer entfetteten Augenbase. Was laber ich? Ihr wisst, was ich meine. So, dann von, ich habe jetzt einfach vom Make-up Revolution, von meinem Adventskalender hier den Eye Primer. Da steht nur Eye Primer drauf. Ist ziemlich viel drin. Habe ich gestern drauf gehabt und den habe ich, glaube ich, erst ein, zweimal benutzt. Also, es war okay. Der Lidschatten, den ich jetzt gleich auch wieder, oder die Lidschatten, das sind drei neue von Trend It Up, die ich mir zugelegt habe, Monos. Dann haben wir noch, ich sag's euch jetzt schon mal, eine neue Mascara teste ich, Make-up teste ich, zwei verschiedene Farben. Ich habe noch nie von einem Make-up zwei verschiedene Farben. Ich war mir aber unsicher, es gab eine neue Farbe und dann habe ich jetzt zwei mitgenommen und die habe ich gemischt gestern auch schon und war hin und weg. Das schon mal vorab. Ja, Mascara, dann kommt so ein Eyeliner sogar noch, so ein Highlighter-Stick. Den muss ich, glaube ich, gleich auch schon auf, den könnte ich jetzt gleich schon auftragen. Meine Augenbrauen, da habe ich jetzt kein neues Produkt mir mitgenommen. Hier von Trend It Up, das habe ich schon länger, das Schätzchen. Das Eyebrow, das Augenbrauenpuder, die 020. Ist ziemlich braunstichig. Habe ich aber schon ziemlich lange und finde ich auch gut. So, Moment. Genau. Ich finde im Moment, ich mache mir mal eben die Augenbrauen. Ich habe noch die andere, die 040, die finde ich einen Ticken besser, weil so Anthrazit, fast Schwarztöne, finde ich, stehen mir besser wie zu braune, zu braunstichige. Aber es geht, finde ich. Ich will das jetzt auch nicht wegwerfen, weil ich an sich, hält sich das Puder bei mir den ganzen Tag, ich finde das toll. Und man sieht schon krass jetzt einen Unterschied, ne? Ich kann euch mal ein bisschen näher ranholen. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das denke, mit dem selbst erstellten Fokus. So, ihr Lieben. Ja, also gestern, ich war auch gestern voller Euphorie. Und ich habe mir gedacht, Nadine, egal was mit deinem Projekt jetzt ist, natürlich wird der ein oder andere jetzt von euch schreiben, ach, das habe ich mir schon gedacht, dass du das nicht schaffst. So ein bisschen war ich auch skeptisch, aber ich mache das viel zu gerne, dass ich mir Produkte anschaue. Und ich habe jetzt noch, gestern kam eine Douglas-Bestellung, da habe ich so mir selbst was aus, ja, das gibt's schon, aber ich habe es halt noch nie gemacht und das werde ich als nächstes abdrehen, das denke ich. Vielleicht seht ihr das, oh, schon krass, ne? Ein bisschen zu braun, ein bisschen zu krass, finde ich, diesen Farbton, oder? Naja, ich lasse es jetzt mal so. Was Augenbrauen machen, ne? Also sie geben, ich dachte immer früher, ich habe schon ziemlich dunkle, aber halt nicht so volle Augenbrauen. Und ich finde, es betont schön die Augen und gibt so einen schönen Rahmen. Jo. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Lidschatten. Ja, ich könnte jetzt noch einmal mit den Puderresten hier von meinem, womit ich eben mein Lid gesettet habe. Ich gehe mal einmal hier mit den Puderresten vom Pinsel drüber. So, über den Eye Primer. Zeige ich euch die drei Lidschatten. Ich habe einmal aus der Nummer 1 normalen Eyeshadow-Reihe einen neuen Farbton. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Der schimmert rosé und golden, so ein bisschen golden. Das ist die 108. Die 108. Ich hoffe, ich denke dran und schaffe es zeitlich, euch in die Infobox zu schreiben. Seht ihr das? Ich fand den so interessant. Vielleicht kommt das rüber. Schwierig. Er ist jetzt nicht so volle Kanne pigmentiert, aber er hat was Besonderes, finde ich. So. Und ich glaube, so wie ich es gestern geschminkt habe, fand ich das schon nicht verkehrt. Dann gibt es eine neue Reihe, die nennt sich Pure Nude. Da gab es aber nicht so viele Lidschatten. Ich glaube, drei oder vier. Und ich habe mir zwei mitgenommen.
Einmal so einen schönen hellen Weißton und einmal so auch so einen ja, Rosé-Farbton. Was ich ein bisschen blöd finde, das hier ist, der helle Farbton ist die 010. Den kann man auch feucht auftragen. Mit schimmernder Nude-Optik steht hier. Ah, jetzt geht es. Gestern habe ich einen Deckel nicht gut aufgedreht bekommen. Das sind halt so, ne, die kann man auch feucht auftragen. Ich habe auch, oh mein Gott, jetzt wart ihr gerade weg. Ich hoffe, ich habe es noch rechtzeitig gemerkt. Ja, diese Kamera, die ich eigentlich super finde, die ich sehr, sehr mag, stellt sich nach 30 Minuten ab. So, hier ist er, der Gebackene. Also, ich habe euch erzählt, ich habe ein angefeuchtetes Kosmetiktuch hier. Feuchte mal meinen Finger an und dann sieht man vielleicht, hoffe ich, diesen tollen Glanz. Diesen Lidschatten, den habe ich gestern auch schon, ich drehe mal den einen auf, den anderen hier. Das ist die Nummer 030. Feuchte den Finger wieder an. Ja, gestern habe ich den hellen Ton, wow, als Lidschatten verwendet. Nadine, hier als Highlighter verwendet. Ist mit Vorsicht zu genießen. Also ich finde diesen Glanz wunderschön. Ja. So, das sind die Lidschatten. Ich mal eben wieder weg. Genau. Ja, jetzt überlege ich. Doch, wir fangen so wieder an. Also, ich nehme jetzt diesen hellen Farbton und nehme hier so einen ziemlich festgebundenen Pinsel. Ich könnte euch ja noch einen Ticken näher holen. Ich hoffe, dass der Fokus noch mitspielt. So, und habe jetzt hier, wir testen das mal. Ja, ich gehe jetzt mit dem Pinsel in meinen feuchten Lappen hier. Hier, ich feuchte den ein bisschen an. Ich gestern auch gemacht und dann gehe ich in den Lidschatten und dann setze ich mir den unter meinen Augenbrauenbogen. So. Ja. Also ich fand die ja, Augeninnenwinkel lasse ich jetzt noch, weil ich ja noch Make-up auftrage und das ist dann, oh, aber ist das nicht schön? Ich hoffe, ich bin im Fokus. Leute, sieht man das, diesen Glanz hier? Und das ist nicht mit groben Stücken versetzt. Ich finde das sehr, sehr schön. Jetzt habe ich hier von Zoeva die 228. Ich weiß nicht, das ist ein spezieller Crease-Pinsel. So schön flauschig, buschig. Und da gehe ich jetzt hier in diesen schönen changierenden Ton. Bin ich auch gestern. Nur mit der Spitze und den trage ich mir hier auf. Also der ist nicht so bäm, ne? Ich komme mal näher. Aber ich sehe das hier auch im Display. Ich schaue nämlich gerade ins Display. Also den kann ich mir auch, habe ich gestern auch gesagt, sehr schön vorstellen auf dem ganzen Auge. Aber ich trage ihn jetzt mal bewusst. Also der hat auch einen wunderschönen, dezenten Glow. Und keine, seht ihr das, je nach Lichteinfall ein bisschen golden, ein bisschen rosé. Schön. Also das finde ich echt schön. So, jetzt kommen wir zu diesem Schätzchen hier. Und den habe ich auch gestern mit einem stinknormalen Lidschattenpinsel hier von Alverde ist das einer. Mache ich auch an dem Tuch hier feucht und gehe dann in den Lidschatten. Und den tupfe ich mir jetzt aufs ganze Lid. Und dann seht ihr den Glow. Der natürlich auch so ein bisschen, ich habe gerade hier vorne hier, habe ich so ein paar hervorstechende Linien auf dem Auge. Hier in dem hinteren Bereich geht es wieder. Aber es betont so. Aber ich finde es trotzdem wunderschön. Also ich stehe da drauf und ich trage es mir auch gerne etwas fetter auf. So. Ich habe wirklich, ich denke mal klar, durch das feuchte Auftragen, obwohl den in der Lidfalte habe ich ja nicht feucht aufgetragen, aber ich habe keinen Fallout. Krass. So, gut, genug bewundert. und das ging jetzt richtig zügig. Also ich finde, ne, ich könnte jetzt natürlich noch ein bisschen verblenden, aber dadurch, dass das so ein schöner heller Ton ist hier, finde ich, muss ich da jetzt nicht so viel mehr Mühe geben. Also ich finde, ich habe keine scharfen Kanten, das ist okay, ne? Natürlich ist Blenden immer wichtig, keine Frage. Auch der hier. Schön.
Schön, schön, schön. Also die Lidschatten war ich auch gestern Bombe von begeistert. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Den hellen verwende ich gleich nochmal. Am unteren Lidkranz mache ich jetzt erstmal nichts. Dann, jetzt überlege ich, genau. Gestern habe ich den Fehler gemacht, ich habe die Mascara schon aufgetragen. Oben kann ich das machen, aber unten nicht. Was ich jetzt aber erst noch mache, ist, ich habe von Trend It Up mir einen, der ist auch neu reingekommen, Standardsortiment, einen Eyeliner, einen Flüssigliner in Gold. Da steht auch keine Nummer drauf, einfach nur Golden Eyeliner. Ne? Und ich weiß nicht, man würde jetzt vielleicht meinen, dass da krasse Stückchen drin sind, aber fand ich nicht. Was ich gestern auch schon erwähnt habe, für mich ist der Pinsel ein Ticken zu dünn. Also für meine Bedürfnisse, der könnte ruhig, ich gucke jetzt hier in den Spiegel, weil das ist so ein schönes Gold, ich muss jetzt mehrfach hier in die Dose, in den Behälter gehen, sage ich mal. Ich finde, die hätten den ruhig ein paar Haare mehr verpassen können. Aber es lässt sich, und ich erzähle, oh Gott, jetzt war ich glaube ich nicht im Fokus. Er lässt sich aber dennoch ganz easy eigentlich auftragen. Und ihr wisst, ich bin kein Profi. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen zurück rausgezoomt. Aber ich denke, ihr seid trotzdem noch ziemlich nah bei mir. Irgendwie hat die Kamera gerade gesponnen. Also ich finde, es ist nicht jetzt, klar, ich habe jetzt, hätte ich jetzt einen dunklen Lidschatten verwendet, käme das Gold jetzt mehr raus. Habe ich aber nicht, weil ich wollte euch ja meine neuen Produkte zeigen. Ich finde es aber jetzt auch gar nicht so unübel. Ich würde es jetzt nicht generell so schminken. Ich finde den Eyeliner gut. Er trocknet sehr schnell an. Wie gesagt, er hätte ein bisschen dicker sein können von der Pinselstärke. So, genau, dann kann ich euch zeigen den von Trend It Up Bright Eyes Duo. Da haben wir einmal hier so einen pearligen Highlighter und hier so einen Abdeckstift, so einen leichten Abdeckstift. So, das ist so ein halbes Flop-Produkt. Hier haben wir diesen Pearl-Highlighter und ihr seht, man sieht ihn, aber unter meiner Augenbraue, weil ich so hell bin, habe ich den nicht gesehen. Also wirklich, den zeige ich euch jetzt ein anderes Mal. Also er ist für dezent. Für dezente Aufhellungen ist er nicht schlecht. Seht ihr? Der hat so einen goldenen, leicht goldenen Schimmer. Also ich glaube, Trend It Up setzt auf Gold. Schlecht ist er nicht. Er ist auch schön, man kann ihn schön auftragen unterm Augenbrauenbogen, weil er so schön schmal ist. Also ich habe das gestern gemacht und dann habe ich nicht viel Effekt gesehen. Und dann habe ich halt hier, so wie ich es jetzt gemacht habe, den weißen drüber gegeben. Hier haben wir jetzt auf der anderen Seite, die matte Seite ist zum optischen Kaschieren von dunklen Augenschatten. Das kann ich jetzt mal probieren. Habe ich auch gestern gemacht. Hier ist auch schön schmal. Ne, das, ich habe ja hier dunkle Augenschatten. Der ist sehr schön cremig. Ist mir auch nicht in die Fältchen gekrochen. Aber ich habe ihn aber auch nur hier aufgetragen. So. Darf für zwischendurch, wenn man jetzt gerade auf Reisen ist und man möchte mal seine müden Augen etwas aufhellen, finde ich das gut. Aber er ist jetzt nicht, er ist leicht abdeckend. Ne? Man sieht immer noch meine dunklen Augenschatten durchblitzen, also leicht. An sich finde ich den Stift nicht schlecht. So, man hat, wenn einen dezenten Highlighter sucht, so einen leichten Pearl-Glanz-Highlighter, da ist er. Ja, ist okay. Ich dachte nur, dieser Pearl-Glanz-Highlighter, der kam bei mir nicht so gut raus, da kommt der hier besser raus, ne? Also die Mascara mache ich zum Schluss gleich. So, dann, nee, das mache ich, glaube ich, auch gleich zum Schluss, genau. Jetzt kommen wir hier zu einem Teil, das habe ich gesehen im Regal und dann dachte ich, es ist auch neu, ne? Muss ich nicht erwähnen, ist alles jetzt neu reingekommen. Das ist so ein Roll-On und zwar ein Roll-On-Highlighter. Da gab es noch eine dunklere Version, so eine braun-goldene. Und wenn man das so sieht, dann sieht das cool aus, ne? Dann denkt man, das ist so richtig schön, so ein Highlighter mit so einem leicht pink-rosé Stich. Der hat auch hier die Kugel. Was steht denn hinten drauf? Ich lese es euch vor. Zart schimmernder All-Over Highlighter für einen natürlichen Glow. Einfache Anwendung dank Roll-On-Applikator. Vorgebrauch schütteln. Ich habe gestern mir teilweise einen Wolf geschüttelt, bis ich dann mal Glück hatte. Ich mache es mal hier. Also teilweise kommt da gar nichts raus, als wenn sich da irgendwas vorgesetzt hat. So, hier. Was rauskommt, ich hoffe, man sieht es.
Also, es kommen nur goldene, seht ihr das hier? Nur leicht kleine goldene Punkte raus. Also es ist nichts, ich dachte wirklich, ich kann es ja jetzt mal just for fun machen, ich schüttel mir nochmal einen Wolf. Dann habe ich das hier so, ja, hier aufgetragen und das ist wie Wasser. Also und halt solche Gold, vielleicht leicht pink schimmernde Pigmente, aber es ist nichts, bam. Also das ist wirklich dezent. Und halt das, was ich nicht so gerne haben möchte, einfach nur so, ich schüttel nochmal. Eigentlich rollt die Kugel gut, aber wie man sieht, sieht man nicht viel, ne? Außer vielleicht solche Bubbles, also so Punkte. Nee, das ist nicht meins. Ich gebe mir mal auf die Nase was, ich schüttel nochmal. Nee, vielleicht sieht man das hier auf meinem Kolben. Sieht man das, die Punkte? Da, seht ihr? Ja, nee, das will ich nicht. Sowas ist schade. Also es sieht cool aus, das Produkt. Ich habe mir viel davon versprochen. Ich dachte, es gibt so richtig schön so ein Pearl-Glanz-Glow. Aber das sind nur Partikel, die da rauskommen. Nee, das sind wirklich, hier seht ihr das, richtig große Partikel. Ich will das nicht. Ich nehme das mal vorsichtig wieder hier runter. So. Also das kommt weg. Ich glaube auch nicht, dass meine Schwester oder sonst wer Spaß daran hat. Schade. Es kommt in einer stabilen Glasflasche, sind 10 Milliliter drin, aber natürlicher Glow sieht anders aus, finde ich. So, jetzt kommen wir zum Make-up. Und zwar, ich habe gestern auch keinen zusätzlichen Primer verwendet. Ich habe halt nur diese Creme, ne, die ich jetzt aufgetragen habe mit dem Lichtschutzfaktor. Im 2-in-1 Camu, spricht man das so aus? Diese Foundation, eigentlich nicht typisch für mich, weil da steht hochdeckend irgendwo. Aber hier unten steht auch mit Glow. Das ist halt ein Make-up mit Concealer-Funktion. Finde ich spannend. Hochdeckend, sehen wir gleich, mit Glow-Effekt. Ja. Und dieser Farbton, die 004, die ist neu. Die kam also wohl jetzt neu rein. Und dann habe ich im Geschäft, natürlich im Moment darfst du nichts testen. Klar, es sind auch keine Tester da gewesen. Das schimmert eher bräunlich und ja, ich zeige es euch mal. Was ich schön finde, es kommt in einer stabilen Flasche, Glasflasche mit Pumper. Und ich habe es ja gestern schon probiert. Ein Pumper von der 004. Es geht so ins Beigefarbene. Und die 010. Warum 004 und 010? Irgendwie ist. Das ist die 010. Ja, man sieht es vielleicht. Beige und das geht mehr ins Roséfarben, ne? Und ja, wie gesagt, ich habe mir vorher noch nie Make-up. Ich mische das jetzt hier. Ich gehe jetzt hier voll in beide rein und mische das. Und so habe ich das gestern auch gemacht. Also ich habe mir noch nie von einem Make-up zwei Farben gekauft. Habt ihr das schon mal gemacht? Aber manchmal lohnt sich das vielleicht. So. Vielleicht teste ich auch mal irgendwann nur die beigefarbene Variante. Ne? Also es ist schon ziemlich hell, aber es hat auch hinterher nachgedunkelt, habe ich gesehen. Also sehe ich vielleicht eher aus wie ein Geist. Und ich gehe, gestern habe ich halt den Fehler gemacht, ich hatte schon Mascara drauf und alles. Und ich habe auch hier das kleine iPhone Real Techniques, das nehme ich gleich extra. Aber ihr seht vielleicht, es ist schon sehr deckend. Ne? Mein Muttermal ist schon gut abgedeckt. Und es hat auch einen Glow. Also ich bin nicht komplett matt. Und das reizt mich halt, weil ich stehe nicht auf total matte Foundations. Also dann brauche ich hinterher irgendwas. Ich weiß auch nicht. Nochmal von beiden im Pumper. Misch das. Und gehe jetzt hier in die untere Partie. Und jetzt die Reste, jetzt gehe ich mit dem kleinen Ei, mit der Spitze da rein und trage mir das jetzt mal hier so weit, so nah wie ich kann, hier schön in den Augeninnenwinkel. Genau, und das war auch so, ich pudere ja gleich ein bisschen ab, aber die Augenpartie, die habe ich extra nicht abgepudert, mache ich auch gleich nicht. Und es ist nichts, also es sah immer noch gut aus, hätte ich nicht gedacht. So, nehmen wir noch auf, ja. Sind meine Augenschatten
blitzen immer noch ein bisschen durch, aber ich finde schon wesentlich weniger wie nur mit diesem einen Doppelstift, den ich eben benutzt habe. Ne? So, jetzt können wir auch nochmal grob nachgehen mit dem großen. Was ich wirklich mit der Zeit gemerkt habe, auch ist, seit die Schwämmchen hier rausgekommen sind, ich habe die nicht von Anfang an benutzt, ich habe das dann auch mit Händen immer aufgetragen, das weiß ich noch, habe ich auch euch, glaube ich, gesagt, am liebsten nehme ich die Hände. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, je länger man sich Zeit nimmt und ein Make-up einbuffert oder auch eine BB-Cream oder auch ein Serum, machen auch viele mit Schwämmchen, je schöner ist das Ergebnis hinterher. Und ich weiß, ich sehe noch, obwohl es geht, ja, vom Licht her jetzt, aber ich finde, schaut mal, ich habe ja jetzt auch ja nur eine Augenpflege eben gehabt und ich finde dieses Make-up, ich würde sagen mittlere Deckkraft. Obwohl meine Mutter mal, doch mittlere Deckkraft. Und jetzt komme ich mal näher. Hier habe ich natürlich meine Lachfältchen, meine Hundebissnarbe, ganz klar. Aber, also bis auf diesen Glow, also ich finde es gut. Ich denke mal, vielleicht mit noch einem guten Primer, muss man ausprobieren. Vielleicht erstrahlt die Haut dann noch glatter. Aber was ich jetzt so sehe, ist okay. Ich freue mich einfach, dass ich mich mal daran getraut habe. Ne? Also wenn jetzt hier nicht gestanden hätte mit Glow-Effekt, dann hätte ich die nicht mitgenommen. Ist so. Make-up-Concealer, da, ich finde es gut. Also finde, das kann man ruhig als Concealer-Ersatz nehmen. Und ja, das mit dem Glow-Effekt. Ich finde wirklich, ich habe einen schönen, leichten Glow. Ich zoome euch mal einen Ticken wieder raus. So. Und man sieht jetzt vielleicht auch besser, dass, also was ich jetzt hier auch im Spiegel erkenne, ist wirklich, ich habe jetzt, bin nicht zu dunkel. Also, oder zu hell. Im Gegensatz zu meinem Hals. Also, Daumen hoch für die Foundations. Jetzt würde ich hergehen und mit meinem Terra Naturi Puder so ein bisschen abpudern. Außer jetzt hier unter meinen Augen nicht. Nee, ich finde, das ist okay. Ich habe jetzt hier so einen großen Puderpinsel. Gehe so ein bisschen hier überall drüber. Nur ganz soft, weil ich nicht zu viel wieder den Glow verlieren möchte. So. Aber ein bisschen halt nur die Foundations hätten, ne? So. Und dann habe ich ein neues Blush noch mitgenommen. Es gibt eine Reihe, die nennt sich Super Glow. Ich glaube, ein gebackener Blush. Da gab es zwei. Einmal noch so ein Peach-Ton und man sieht schon, hier sind so goldene Adern durchzogen. Das hier ist die 010. Ja, da habe ich gestern erst gedacht, oh nee, ich gehe jetzt da mal durch das ganze Teil hier. Und es ist schon ziemlich hell, ne? Ist schon ziemlich hell. So, jetzt komme ich mal näher und ich weiß nicht. Hier sind tatsächlich durch die goldenen Adern auch etwas größere Stückchen drin. Da, seht ihr? Teilweise sind hier größere Stückchen drin und dann dachte ich erst, oh nee, das sieht nicht aus. Ich bleibe beim gleichen Pinsel. Ich habe etwas, so, nicht so einen ganz so einen großen Blushpinsel und jetzt gehe ich da mal rein. Boah, staubt ganz schön. Und das habe ich gestern auch. Ich bronze jetzt nicht extra. Ich bin jetzt mehrfach wirklich und tupfe das dann, ne? Weil ansonsten würde man von der Farbe, glaube ich, nicht viel sehen. Man sieht vielleicht jetzt aber auch die vielleicht seht ihr auch diese goldenen Plättchen. Und naja, das muss man mögen, ne? Man sieht vielleicht hier, ne? Das ist schon krass. Das setzt sich dann natürlich auch also gestern habe ich gemerkt, dann hatte ich hier unten so ein paar Partikel. Ist natürlich nicht ganz so schön, aber den Farbton, wenn ich den so ein bisschen schichte, den finde ich dezent, den finde ich okay. Nur diese groben Goldpartikel, die hätten sie sich schenken können. Dann lieber so selber so einen leichten Schimmer, aber das sind, seht ihr das? Hier sieht man das. Das sind richtig grobe Stückchen leider. Ja. Deshalb ist das so ein halb Flop, halb Top und Flop. Also das ist so, hält sich die Waage. Schöner Farbton, aber ohne diese, ich kann die nur nicht rausschneiden, diese goldenen Adern. Geht nicht. So, ich gehe nochmal ein bisschen drüber.
Ansonsten finde ich das schöne, schöne, frische, helle Farbe. Ne, ich könnte mir auch sehr schön den Peachton vorstellen, aber ich wollte jetzt mal dieses eher bärige Roséfarben. Ne? Zum Augen-Make-up finde ich, passt es sehr gut. Auch mit dem Gold jetzt. Ne? Aber finde die, ja wie gesagt, ich mag das nicht so, wenn da so große Stückchen drin sind. Habe ich jetzt hier noch den Under Eye Brightener and Base. Dieses Produkt. Das ist ein Stift mit Schwämmchen. Ist immer so eine Sache, ne? Aber wenn ich den nur verwende, ist das okay. Dann dreht man hier unten und dann kommt das Produkt raus. Ja. Und das Produkt ist wie so eine weiße Creme, ganz dünnflüssig mit blauem Schimmer. Hier steht nämlich drauf, zart schmelzende Creme mit dezent schimmernden Blaupigmenten zum Auffrischen der Augenpartie. Die leichte Formel reflektiert das einfallende Licht und sorgt damit für einen wachen Blick. Also das ist einfach zum Auffrischen. Ich finde im Moment, jetzt geht es, aber ich nehme jetzt noch mal ein bisschen, tupfe mir das hier einen Punkt hin und hier einen Punkt und dann sieht man schon, ne? Diese Blaupigmente, glaube ich. Und da war ich auch zwiegespalten. Ich hatte gestern mehr genommen. Ich nehme jetzt auch mal extra hier ein bisschen mehr. Tupfe mir das jetzt mal dezent hier. Könnte man noch ein bisschen mehr nehmen, oder? Komm. So. Könnte das ja auch mal mit dem Schwämmchen noch. So. Aber wenn man unterwegs ist, hat man, dann würde ich die Finger nehmen. Also ich habe, wenn ich unterwegs bin, habe ich kein Schwämmchen mit. Sei denn, ich bin im Urlaub. Aber ich habe das gestern auch gesagt. Ist das jetzt zu blaustichig oder geht es noch? Ist das jetzt, wo ihr meint, ach, das kann man machen, das ist okay. Ich komme mal näher. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie was in die Linien, in die Fältchen gekrochen ist. Aber ich muss sagen, ich finde es ein bisschen, sieht ein bisschen unnatürlich aus, oder? Also ich finde es ein bisschen unnatürlich, weil es so, je nach Lichteinfall, so ziemlich blau schimmert. Ich weiß nicht. Ach, ich keine Ahnung. Muss nochmal hier durch, hier ein bisschen nachtupfen. So. Also den braucht man nicht, finde ich. Das kann man sich sparen. So, was ich jetzt noch habe, ist die Mascara. Und zwar die 10 in 1 Mascara. Die ist neu. Die sieht ziemlich schwarz aus, schimmert aber auch so ein bisschen in unterschiedlichen Farben. Ist sehr schlicht gehalten, 10 in 1. Hier sind wirklich 10 Sachen aufgeführt. Diese Mascara lässt keine Wünsche offen, von wegen. Mit einem einmaligen Auftrag zaubert das tiefschwarze, langanhaltende Formel, perfekte Definition, sensationelles Volumen, faszinierende Länge, ganz ohne Verkleben. Gleichzeitig pflegt sie die Wimpern, lässt sie optisch dicker aussehen. Dank der konischen Bürste sorgt die Mascara für verführerisches Curl, also für so einen Schwung. Einen optischen Lifting-Effekt, für einen dramatischen Augenaufschlag. Für Kontaktlinsenträger geeignet, 12 ml. Habe ich gedacht, Hammer, Hammer, Hammer. Und das mit einmal auftragen. Das ist diese konische, ziemlich, also das ist eine Bürste, wo ich sage, die ist ziemlich unspektakulär, wie ein Tannenbäumchen. Ist keine Gummibürste. So, ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich die Mascara nicht so gut finde. Aber ich dachte mir, wow, die verspricht so viele tolle Sachen. Also, oh, ich sehe gerade meine Haare hier wieder. Was man gut machen kann, ist hier hochdrücken. Ich versuche mal über Display. So, schön hochdrücken. Die Bürste ist halt schön schmal. Man kommt auch gut hier an die kleinen inneren Härchen dran. Das klappt prima damit. Aber ihr seht vielleicht jetzt schon, ich finde für einmal auftragen, und da stand ja nach einem Auftrag, jetzt habe ich mich angemalt. Mist. Okay. Ich finde, nein, also es ist tiefschwarz, also der Schwung hat auch gehalten, die 2-3 Stunden, wo ich gestern die Mascara drauf hatte. Aber schaut selbst. Also ich finde auch nicht, dass sie meine Wimpern verlängert hat. Was sie gut macht, sie definiert. Und irgendwie ist das ein Widerspruch, Definition und Volumen. Also ich denke mal, für Volumen müsste ich noch 4 Schichten
nachlegen. Also wer leichte, betonte Wimpern haben möchte mit, ja, jetzt kann ich ja, ich war gerade am Überlegen, nee, jetzt darf ich ja unten tuschen. Aber irgendwie hat die hier, seht ihr das? Hä, wie kommt jetzt hier Mascara hin? Irgendwie hat die die Mascara gespritzt. Auch für unten, durch diese schöne Form der Bürste, kommt man gut, gibt auch gut Farbe ab und für unten rum reicht mir das auch. Ich muss gleich ein Wattestäbchen nehmen. Für unten rum brauche ich das nicht, aber ich bin oben rum enttäuscht. So, ja, ich finde, da habe ich die hier, die No Panda hier von Essence, finde ich da besser. Schwarz ist er, definiert, ja. Aber was sich, glaube ich, viele wünschen, ist einfach ein schönes Volumen. Ich gehe jetzt nochmal drüber. Okay. Also ich finde, volumenmäßig macht sie mir zu wenig. Naja. Aber gut, es ist Geschmackssache. So, ihr Lieben, ich habe mir mal gerade Wattestäbchen geholt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier unten... Seht ihr diese kleinen schwarzen Punkte? Also diese Mascara, die hat irgendwie beim Auftragen, hoppala, gespritzt. Ja, wenn ich das so sagen kann. Also ich glaube, die wandert direkt wieder in die Tonne. Sorry, aber die macht ja nur Mist hier. Hier, überall habe ich diese Punkte. Das habe ich noch nie gehabt. Das, gut, hier habe ich selber nicht aufgepasst. Aber dass die hier mich so zukleistert, hier unterm Auge, überall so ganz kleine Minisprenkel, ne, die kommt weg. Wie gesagt, für mich ein Flop-Produkt. So, und ich glaube, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Und wenn man jetzt mal so guckt, also mein Lippen, mein Gurkenextrakt hier, es gibt auch noch andere tolle Lippenprodukte, aber es waren alles nicht so meine Farben. Und dies hier ist jetzt auch eingezogen, also irgendwann lässt das nach, aber ich meine, da ist ordentlich was drin und man kann das blind auch auftragen. Ne, so, hier einmal über die Lippen. Lecker! Gurki! Toll! Das wird schon eins meiner Lieblingsprodukte, glaube ich, jetzt werden. Ja, ich meine, ich hätte euch jetzt alles so gezeigt, ja? Wir können jetzt nochmal abschließen. Meine Haare sind zwar noch ein bisschen feucht, aber ich will mal gucken, wie das aussieht. So, wenn ich meine Haare so an der Luft trocknen lasse, dann kriege ich so ein paar Wellen. Also so ein bisschen Wellen habe ich im Haar von Natur aus. Genau, jetzt machen wir das Haarband mal rein. Also das Make-up, was meint ihr? Vielleicht ist ein bisschen, aber es kann auch durch das Puder kommen, ein bisschen nachgedunkelt, aber ich bin so begeistert von dem Make-up und ich finde auch das Haarband passt jetzt, das war jetzt wirklich Zufall, bis auf meine abstehenden Babyhärchen. Also ich mag das, das sitzt ziemlich fest, es ist nicht so labberig, das ist toll, das sitzt richtig gut und macht mir aber keine Kopfschmerzen, also ist nicht unangenehm. Ich finde, das sitzt sehr, sehr gut. Ich lasse das jetzt auch drin. Wahrscheinlich mache ich mir nur gleich wieder die Haare zusammen, weil mein Kleiner immer noch gern in den Haaren zieht. So, ja, ihr Lieben, also ich würde mal abschließend sagen, durchgefallen, finde ich, ist, ja okay, erstmal machen wir hier Mascara, also dieses 10 in 1. Aber ich habe es mir schon fast gedacht, so 10 in 1, Leute, aber irgendwie... Was ich halt hasse, ist einfach schon, wenn man Mascara aufträgt und die spritzt mir hier unten alles voll. Da kriegst du ja einen Föhn. Weißt du, hast gerade schön Make-up, alles fertig und dann hast du so eine Spritzi-Mascara, geht gar nicht. Also, die kommt weg, genauso wie der Roll-on-Highlighter. Sieht toll aus, aber ich habe es richtig, also ihr habt es ja selber gesehen, ne? Das ist nichts. Da kommt Produkt jetzt hier raus. Das ist wie Wasser, man sieht nur diese goldenen Sprenkel und nee, das ist nicht meins. Da habe ich mir was anderes drunter vorgestellt, deshalb die zwei Produkte definitiv weg damit. Taucht für mich, ne? Für andere vielleicht ist es für euch der super Highlighter, keine Ahnung. So, was ist noch durchgefallen eigentlich sonst? Moment, ich habe hier so ein Durcheinander auf meinem Tisch.
So, ach so, hier, das haben wir noch nicht gemacht, genau. Jetzt habe ich ja die Mascara, Make-up im Gesicht. Jetzt nehme ich mir nochmal hier den hellen Lidschatten, feuchte meinen Pinsel nochmal an und trage mir den jetzt nochmal abschließend hier in den Augeninnenwinkel auf. Oh ja, also der ist wirklich schön. Und den habe ich, das kann ich ja jetzt mal versuchen. Habe ich einen Highlighter? Ja, genau. Jetzt nehme ich mir mal einen Pinsel, gehe jetzt aber im trockenen Zustand hier rein. Ach, das geht tatsächlich. Gestern habe ich den Fehler gemacht, ich bin mit feuchten Fingern da rein und habe mir den aufgetragen. Und das war dann wie so ein Balken. Aber das hier geht wiederum, finde ich. Ne? Das kann man machen. Oh ja, juhu. Das geht, weil da sind keine groben Stückchen drin. Seht ihr das? Das ist ein kühler Highlighter. Also Lidschatten kann man aber auch die Nummer 010 als, finde ich, sehr schön im trockenen Zustand mit so einem fluffigen Pinsel. Dezent auch. Oh ja, das gefällt mir. Wow. Das gefällt mir wirklich. Manchmal ist es gar nicht verkehrt, wenn man zweimal das gleiche Video dreht. Also die Lidschatten finde ich alle Bombe. Gerade auch hier diesen, die 108 aus der normalen Reihe, finde ich sehr, sehr schön. Und klasse. Lidschatten, Mono-Lidschatten finde ich super. Make-up muss ich wirklich sagen. Dafür, dass ich sonst manchmal nur getönte Pflege oder gar keinen Make-up, also nur BB-Creams trage, ich finde diese 2-in-1 Make-up-Concealer-Reihe, diese hier, ihr seht auch den farblich den Unterschied. Ich finde nur komisch 004 und 010. Das warum 0, naja, egal. Ich muss nicht alles verstehen. Aber gemischt, finde ich, passt das. Ja. Mag ich. Blush ist so, wie gesagt, an sich farblich toll. Nur diese goldenen Sparkles, die hätten sie sich kneifen können. Behalte ich aber. Den Eyeliner finde ich auch schön. Der ist dezent. Na, was heißt dezent? Man sieht die Farbe, aber ja, er macht jetzt nicht direkt einen fetten Balken oben. Also ist schön zum vorsichtigen Auftragen. Keine groben Stückchen. Schön, schöner goldener Ton. Finde ich klasse. Mag ich. So, ach ja, dann haben wir noch diesen, das ist auch so zwiegespalten, dieser Bright Eyes Duo Stift hier. Ne? Also dieses, den teste ich aber nochmal so. Mal hier, kann ich auch, weil dieser Pearl Glanz, vielleicht macht er sich auch hier ganz gut. Finde ich nicht schlecht. Ne? Man hat was für leichte Augenschatten, ist das okay. Ne? Kann man mit dem Creme, mit der matten Seite schön abdecken ein bisschen. Und mit dem leichten Highlighter, mit dem Pearl Glanz Highlighter, kann man dann zwischendurch auch mal highlighten. Ja, hier weiß ich nicht. Was mal, da bin ich immer noch, obwohl jetzt mittlerweile geht es. Wenn man das erst sieht, ne? Man hat diesen Blaustich hier. Aber gut, es frischt wirklich ein bisschen auf. Wie findet ihr den? Diesen Under Eye Brightening, diesen blau schimmernden Zeug hier. Den behalte ich. Also ich werde alles, ich finde, wie gesagt, das war jetzt die Meinung dazu. Generell, ne, super. Auch Nagellack finde ich schön. Aber was jetzt wirklich in die Tonne fliegt, Mascara und dieser Roll-On Highlighter. Ist schade, aber das möchte ich, das probiere ich nicht weiter aus. Das ist. Das ist jetzt der Look. Ja, und das für die Lippen ist natürlich Bombe. Also mag ich. Das ist wirklich ein tolles, pflegendes Gefühl auf den Lippen. Da wäre ich, also ich bin gespannt auf eure Meinung, wie ihr dazu steht. Ich freue mich jetzt einfach, dass ich euch das abdrehen konnte. Und es hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auch schon auf die Douglas-Bestellung. Vielleicht schaffe ich das noch dieses Wochenende, wenn nicht, dann Mitte nächster Woche. Und ja, ihr Lieben, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Bewertungen, Däumchen, Kommentare, ganz egal. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erfreuen, ein bisschen ablenken. Bleibt mir schön gesund, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann hoffe ich einfach, dass ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.